Heute geht's mit dem Mofa ab in die Berge. Wenn ihr Lust habt, begleitet mich auf meinem kurzen Trip durch die Berglandschaft in Neuss. Er hielt an und wollte ein kleines Schwätzchen halten, woher ich komme und wohin ich fahre. Und Schoppi Grab. Ja. Schon los ist so unterwegs, was sich da alles ergibt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das hier ist. Das fand ich mitten auf der Strecke. Aber schon imposante Angelegenheit. Naga. Ob das irgendwann einmal zur Besichtigung freigegeben war, jedenfalls im Augenblick, alles geschlossen. Leute, hier unterwegs habe ich einen Wasserfall entdeckt, aber wie schon mehrfach erwähnt, kein Regen und so ist er mehr oder weniger zu einem Rinnsal verkommen. Aber schaut euch da unten die Felsbrocken an, schon imposant. Wenn wir früher offroaden waren, hier steht ein Fukang hoch, geiles Offroad-Gebiet. Da muss ich ja die Natur, weißt du, mit deinem Dodo. Eben. Du kommst da hin, wo du mit so einem Ding jetzt hinkommst. Gell? Heute sind wir mal zu zweit unterwegs. Bringt mehr Spaß. Alles wieder ein bisschen abenteuerlicher als gestern. Also es gibt ganz schöne Wellen hier, gell, wenn der voll kommt, darüber, wenn er genug Wasser hat. Ja. Ja, Alois ist halt gerade also in der Regenzeit und wenn der das Flüsschen Wasser führt, dann geht ja schon die Post ab. Du kannst keine Felsen sehen in der Regenzeit, gell? Das ist alles hoch. In der Regenzeit sind die Felsen mit Wasser bedeckt.
Hier bin ich in einem 850 Quadratkilometer großen Naturschutzgebiet, kurz vor dem Ort Puruya. Wir sind jetzt beim Phu-Phek. Phu-Phek höre ich da gerade im Hintergrund von Aloy. Die ganze Anlage ist ein landwirtschaftliches Forschungszentrum. Normalerweise werden hier Blumen angepflanzt, aber in Ermangelung von Regen fällt das in diesem Jahr flach. Hier ist so eine Art Gewächshaus. Werden die Pflanzen wohl angezogen. Ja, im Dezember richten sie das her für die Touristen. Gell? Und im Dezember kommen die Touristen in diese wunderschöne Bergwelt. Hier gibt es einiges zu entdecken. Heute wäre ich mit einer Enduro auch besser dran. Bei den Straßenverhältnissen oder besser gesagt Wegverhältnissen. Seht euch das mal an, wo ich hier hochgekurft bin. Nur Schotter. Ganz schön anstrengend bis in die Höhe zu kurven. Jedenfalls mit einer Straßenmaschine. Aber hier zu kann man schon Bergwelt sagen. 11 bis 1200 Meter hoch. Alles abgeholzt worden oder vieles abgeholzt worden. Hier bin ich im Home of Macadamia. Ist eine Thai, die baut diese Frucht an. Und ist relativ bekannt in Thailand. War schon mehrere Male im Fernsehen. Bieten natürlich auch andere Sachen an. Hier zum Beispiel Honig, verschiedene Honigsorten. Und in den Wintermonaten hat sie auch Touristen. Hier getrocknete Früchte, 60 Baht. Macadamia Snackbar, 75 Baht. Getrocknete Erdbeeren. Und sie vertreibt das Zeug thailandweit. Ist oft auf Verkaufsfahrt unterwegs. Und das Gelände gehört dazu. Hier sollen einmal kleine Bungalows entstehen. Hier in dem Ofen werden die Früchte scheinbar getrocknet. Müsste ich nochmal nachfragen. Weiß auch nicht genau, weil. Ja, da ist die Frucht drin. Wie gesagt, hier oben ein Naturschutzgebiet und ein landwirtschaftliches Forschungszentrum. Ein Riesengelände. Das gehört alles dazu. Und in letzter Zeit werden immer häufiger Bäume gefällt. Keiner stört sich an die bestehenden Gesetze. Und die Polizei drückt beide Augen zu. Also, ich habe mich schlau gemacht, der Ofen ist dazu da, um diese Schalen zu verbrennen. Und aus der Asche wird Seife gewonnen. Genau, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber es kommt noch ein Zusatz rein, Blüten und so. Und die riecht außerordentlich gut. Finde ich klasse. An die Taurei Krab. Ein Stück Seife kostet 80 Baht. Dafür habt ihr ein Naturprodukt. Wann? Ja, mein Kumpel Aloy, der hat mich verlassen und hat mich noch zu dieser Tempelanlage geführt. Auch wieder mitten im Nirgendwo. Schaut euch die Berge an. Der
Der dürfte einiges gekostet haben. Ich frage mich nur, wer hier hinkommt. Wahrscheinlich nur für Ausflügler gedacht. Ich möchte ja jetzt auch nicht reingehen. Ich müsste mir die Schuhe ausziehen. Die Motorradstiefel lege ich die mal aus, haben wieder an. Die Statuen, die befinden sich direkt neben der Tempelanlage. Leider ist nirgendwo in arabischen Lettern angeschrieben, wie die Anlagen heißen. Alles nur in Thai. Danke für euer Interesse und vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch meine Videos gefallen, und bewertet sie positiv. Danke, bis demnächst.